Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, leider wurde unsere Glückssträhne unterbrochen. Die vor einer Woche vorgestellte kleine Jack Russell-Mischlingshündin Jackie hatte nicht so viel Glück wie die zuvor präsentierten Hunde. Für Jackie haben sich noch keine Interessenten gemeldet. Die Kleine würde sich sehr über Menschen freuen, die nur für sie da sind. Erneut stellen wir heute ein Hündchen vor, das vor ein paar Wochen mit mehreren Artgenossen über das Veterinäramt in die Obhut des Tierschutzes kam. Die kleine Maya wird auf ungefähr 2 Jahre geschätzt. Sie ist genau wie ihre Hundefreunde eine unkomplizierte, freundliche Maus. Obwohl sie es nicht gelernt hat, läuft Maya gut an der Leine. Sie liebt jeden Menschen, der sich um sie kümmert. Maya mag Artgenossen und könnte auch als Zweithund in einer Familie leben. Das müsste man natürlich in der Arche Noah testen. Die Familienkonstellation ist im Grunde egal. Maya kann überall hin, ob eine Familie mit Kindern, ein Ehepaar oder eine Einzelperson mit viel Zeit. Dieser Hund bringt überall Freude ins Leben. Natürlich sollten Interessenten bedenken, dass Mayas Hundeleben bis jetzt nicht gerade aufregend und schön war. Deshalb braucht sie Menschen, die genügend Zeit für sie haben. Maya etwas beizubringen dürfte kein Problem machen, denn Parson Russell Hunde lernen gern und sind sehr pfiffig. Interessenten ganz ohne Hundeerfahrung sollten am besten anfangs mit ihr eine Hundeschule besuchen. Außerdem gibt es gute Bücher und das Internet, um sich über das Leben mit einem Hund zu informieren. Maya wäre sehr glücklich, wenn sie die Geborgenheit und Liebe eines Hundemenschrudels genießen könnte.